einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder eine Edition vom Frage-Antwort. Jetzt muss man dazu sagen, eigentlich war ich immer der Anti-Frage-Antwort-Mensch. Ganz ungewohnt, dass ich nach rechts gucken muss hier. Aber wir haben uns mal was Neues überlegt. Wie ich hoffe, dass wir heute in dieses Video ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr persönliche Note reinbringen und halt einfach auch mal die coolen Fragen finden. Weil, wenn ich nach links gucke, sehe ich an der Wand meine XXL-Tafel, wo fürs nächste Frage-Antwort-Video eigentlich jede Menge Fragen stehen sollten und es steht tatsächlich eine einzige Frage nur dran und das ist auch nur ein Hinweis, den ich geben wollte. Also, das kann man vergessen. Ich finde auch, dass eure Fragen, die ihr unter den Videos stellt, einfach, die sind zu, ich will nicht sagen zu einfach, aber da geht auf jeden Fall mehr, da könnt ihr auf jeden Fall mehr, weil gute Fragen sind wirklich schwierig. Deswegen habe ich bei Instagram einfach eine kleine Frage-Antwort gemacht. Ich habe wirklich nicht reingeguckt, also ich weiß nicht, was René mir da gleich so vorliest, aber es ist quasi in Renés Obhut, die richtigen Fragen zu stellen. Ich werde darauf antworten. Ich muss mich konzentrieren, dass ich die ganze Zeit dich angucke, so ungewohnt so weit nach rechts rüber zu gucken und dann hoffe ich mal, dass wir da ein paar Fragen kriegen, die sowohl technisch sind, als auch persönlich sind. Jo. Gib mir Mühe. So, in Summe mal gucken, wie viele Fragen wir schaffen. Ich denke mal, so 10, 20 Fragen sollten wir schon auf jeden Fall schaffen. Ne? Ja. So, und wenn dieses Konzept so funktioniert, würden wir das gerne häufiger machen. Nicht, weil dieses Video jetzt gerade irgendwie ein Lückenfüller oder irgendwas ist, sondern einfach nur, dass ich finde, wenn ihr euch so oft mit mir bzw. uns beschäftigt, habt ihr einfach auch das Recht dazu, mal so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu kriegen. Und das geht einfach mit so Frage-Antwort, finde ich, am besten. Ja. Weil ich kann mich jetzt ja nicht in einem Video hinstellen und auf einmal aus dem Nähkästchen plaudern. Oh, hier ist eine Fliege drin. Sitzt knapp neben der Linse. Jetzt ist sie gleich auf der Linse. Aus dem Nähkästchen plaudern, deswegen finde ich das so cool. Wollen wir mal anfangen? Ah, danke. Wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das? Eine Superkraft? Ja, das wäre tatsächlich extrem einfach. Und ich weiß auch, dass... Schwierige Frage. Ich formuliere es anders. Wenn ich mir eine einzige Superkraft aussuchen könnte, jetzt werden viele sagen, es ist die Standardantwort, würde ich mir natürlich aussuchen, dass ich Menschen unheilbar, also unheilbare Menschen quasi Leben geben kann. Mhm. So, ne? Weil damit bist du dann wirklich, ich sag jetzt mal, Gott, so, ne? Und kannst halt die ganzen kranken Leute wieder gesund machen. Das stimmt, ja. So, das ist so die Antwort, die ich wirklich in dem Fall machen würde. Wenn es jetzt um meinen Alltag geht, eine Superkraft, dann würde ich definitiv, hätte ich gerne die Superkraft, dass du einfach nicht mehr schlafen musst. Dann hätte der Tag immer noch 24 Stunden, aber du könntest mehr erreichen. Genau, weil viele Leute, das wird etliche Male da auch drinstehen, wie ich schaffe, so viel bzw. so wenig zu schlafen. Das sieht nach außen so aus, dass ich so wenig schlafe. Ich behaupte aber immer noch, dass ich mehr schlafe als die meisten von euch, weil ich versuche schon immer pro Tag zwischen 6,5 und 7,5 Stunden zu schlafen. 6 von 7 Tagen die Woche klappt das auch. Und das ist für mich so meine Zeit, die ich einfach brauche, um wirklich topfit zu sein. Mhm. Ich kann auch ohne Probleme mal eine Nacht nur 2 Stunden schlafen, wenn wir mal wieder morgens um 3 irgendwo hinfahren. Ist auch kein Problem, bin ich trotzdem den ganzen Tag fit. Aber eigentlich versuche ich schon 6-7 Stunden. Das funktioniert auch. Das funktioniert aber nur deswegen, weil ich wirklich von 8 Uhr morgens bis 12 Uhr nachts unterwegs bin. Eine halbe Stunde zu Hause bin, abends schlafen gehe, halbe Stunde morgens und wieder unterwegs. Das heißt, das Zeitmanagement ist am Ende das Entscheidende und nicht, wie lange man schläft. Wenn man die Typ Person ist, die um 21 Uhr nach Hause fährt und sich dann 3 Stunden aufs Sofa sitzt zum Fernsehen gucken, dann fehlen ja halt die 3 Stunden und die 3 Stunden bin ich dann in der Werkstatt. Vom Schlafen her wäre alles andere aber auch ungesund und auf Dauer wahrscheinlich auch nicht lange durchhaltbar. Du machst das ja jetzt schon eine ganze Ewigkeit so, ne? Meinst du mit weniger oder mehr Schlaf? Mit weniger Schlaf. Mit weniger Schlaf. Ja, doch. Ich kenne Personen, unter anderem auch mein Vater, der immer viel gearbeitet hat. Der hat wirklich jahrelang eher so 4 bis 5 Stunden geschlafen. So, also ich glaube schon, dass der Körper sich daran gewöhnt, weil es jetzt nicht heißt, dass es gesund ist. Aber ich glaube... Wenn man ganz ehrlich ist, gibt es auch unter euch viele, die wirklich nur 5-6 Stunden schlafen und das auch schaffen. Ja. Aber, ne? Deswegen. Aber mein persönlicher Ansporn sind immer 6-7 Stunden, da bin ich topfit und fertig. Bin allerdings auch jemand, der auch gerne mal 10 Stunden im Urlaub schläft oder so. Oder jeder kennt es, wenn dann doch mal der Suff ein bisschen stärker ist und es ein paar mehr Heineken waren, dann liegt man halt auch am nächsten Tag mal ein bisschen länger im Bett. Ne? Kann man bei dir eine Ausbildung oder eine Umschulung machen? Jetzt sind wir tatsächlich mal, jetzt muss ich einmal reingehen, sonst heißt es nicht mehr, geht man ans Telefon. So, wieder da. Kann man bei uns eine Ausbildung oder eine Umschulung machen? Sehr gerne sogar.
Wir waren ein Betrieb, was früher viele Auszubildende hatte. Ich glaube, in Top-Zeiten waren wir mal knapp 5 Auszubildende. Fast, also viele auch immer übernommen. Allerdings, ehrlich gesagt, wir bilden aus Fachlagerist, großen Außenhandel, Einzelhandel. Jetzt kommen noch ein paar neuere Sachen dazu. Wir haben etliche Male ausgeschrieben, auch schon in Videos oder auf Instagram. Gefühlt wollt ihr alle keine Ausbildung mehr machen. Mhm. So, da kommen dann Bewerbungen rein, die mich wirklich ehren. Das heißt, es gibt wirklich Leute, die aus Süddeutschland für eine Ausbildung herziehen würden. Da muss ich dann auch wirklich immer sagen, wir sind nicht VW, wir sind nicht Bosch, wir sind nicht Mercedes. Wir sind ein kleines Unternehmen. Das heißt nicht, dass man hier nicht viel lernt. Aber manche Leute, glaube ich, die muss man dann auch vorwarnen, was sie hier erwartet. Mhm. So, sonst aber praktisch sind wir offen für Auszubildende. Wir haben sogar einen Auszubildenden, Nico, der hat jetzt seine Ausbildung gerade gemacht als Fachlagerist und macht jetzt tatsächlich die nächste Ausbildung. Der kam an und meinte, er würde eigentlich noch gerne eine weitere Ausbildung machen und macht jetzt noch eine weitere Ausbildung mit der. Finde ich cool. Ja. In dem Fall kauft man im E-Commerce. Ist auch wohl was ganz Neues. Passt sich bei uns natürlich als Online-Shop perfekt. Wenn du schon willst, weiß ich schon. Nö. Welches Hobby hättest du, würde es keine Autos geben? Also ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich auch schon öfter mal gesagt, kann ich schon mal so ein bisschen verraten, wenn Essen Motorshow stattfindet, gibt es da auch ein paar coole Interviews. Da waren auch die Fragen in der Richtung. Für mich ist leider wirklich mein Beruf gleich mein Hobby. Also bei mir ist es wirklich so, es geht den ganzen Tag um Autos, von morgens bis abends. Und es ist auch wirklich nicht schlimm, weil ich feiere das einfach. Das heißt, egal ob es eine Familienfeier ist, egal ob ich mit meiner Frau irgendwo eingeladen bin, es geht immer um Autos. So, ne? Und das gehört einfach so dazu. Ich finde, man kann sich auch an Autos nicht kaputt sehen. Es ist halt einfach Autos. Also ich habe als in meiner Jugend sowohl Tennis gespielt, Feldhockey gespielt, Fußball gespielt, Klavier gespielt. Klavier? Mhm. Das ist ein Flohwalzer. Konnte Klavier spielen. Glaube ehrlich gesagt schon, dass ich mich aktuell auch durch dieses Social-Media-Zeitalter könnte ich mich, glaube ich, schon stark dafür motivieren, Sportler zu werden. So, ne? Also ich könnte mir, glaube ich, schon vorstellen, dass ich da auch wieder ähnlich wie bei den Autos ins Extreme gehe. Bei was für einer Sportart? Ist egal, so, aber schon ähnlich wie du auch wirklich anfange, so sich Gewichte anzugucken, was ich so esse, was ich nicht esse, welche Sportart ich mache, für welche Muskel und eine gesunde Mischung, einfach so dieser Healthy Lifestyle so ungefähr. Ne? Das könnte ich mir schon vorstellen, dass ich da ein Opfer von werden könnte, wo man sich dann wieder so reinsteigert, dass wirklich der Alltag eigentlich nicht mehr durch die Autos, sondern durch den Sport bestimmt ist. Glaube ich schon. Also da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn man das einmal drinne hat, dann läuft das einfach so nebenher und das beschränkt dich gar nicht. Ja, ja, klar. Hallo. Guten Tag. Was sagst du unserem neuen Kamerasetup? Sehr gut aus. Ja, nee, also da könnte ich mir vorstellen, dass Sport in welche Richtung, kann ich nicht sagen. Normalerweise hätte ich jetzt sofort gesagt Motorsport, weil da geht mein Herz halt einfach komplett auf. So, weil ich beim Fahren einfach auch die Technik in dem Moment so spüre, merke, wie sie sich verändert. Aber wir haben jetzt ja gesagt, wenn es keine Autos geben würde. Und dann glaube ich schon, also entweder das oder die zweite Variante wäre, heimwerkermäßig sich irgendwas Geiles selber bauen. Mhm. Also nicht so Haus einfach einziehen. Da würde ich dich persönlich auch eher drin sehen. So, sondern wirklich so Stein für Stein sich wirklich so sein Domizil so bauen, wie man es gerne hätte. Mhm. Mit Tiefgarage natürlich. Für die ganze Autos. Ist Nachwuchs geplant? Viele von euch wissen ja, wir haben ja letztes Jahr erstmal geheiratet, war natürlich Corona-bedingt die Hölle, das Ganze zu planen, abzuwickeln und so weiter. Ne? Und da war es seitens meiner Frau immer so, erst die Hochzeit, erst das Kleid und dann Kinderplanung und so weiter. Mhm. Das heißt, jetzt Hochzeit abgeschlossen und jetzt mal gucken, was die Zeit so mit sich bringt. Ne? Jetzt muss man dazu sagen, gerade durch Marius auch mit seiner Tochter, ich war schon immer ein Familienmensch. Und ein Kindermensch und dadurch definitiv noch krasser. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Scheu vor Kindern habe, sondern ich traue mir das schon zu. Also mein Traum wäre es definitiv, 3 Kinder zu haben. Warum genau 3? Weiß nicht. Wir sind auch 3. 3 passt in ein normales Auto rein. Und weiß nicht, ist irgendwie so auf jeden Fall 2. Ein drittes wäre auch schön. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, wo wir schon bei dem Thema sind, vor Marius Tochter wäre so ungefähr mein Leben vorbei gewesen, wenn ich dann irgendwann mal ein Mädchen kriege. War immer so einer, der darauf fixiert war, ich muss unbedingt einen Jungen kriegen, irgendwann mal. Ne? Das hat sich auch seitdem komplett gewandelt und mir wäre es auch komplett egal, Hauptsache Gesundheit. Junge Mädchen.
Egal. Hauptsache Rennfahrer. Was war dein erstes Auto? Mein erstes Auto war ein Golf 1 GTI. Den gibt's sogar noch, ne? Den gibt's sogar noch. Den habe ich damals mit 17 gekauft, aus Berlin-Marzahn. Und dann stand auch der erstmal direkt auf Böcken und wurde komplett umgebaut. So richtig klassisch, mit Hi-Fi, mit Endstufe, mit Subwoofer, mit Holzkiste, mit Doorboards, weiß ich noch, hat man aus Holz Ringe ausgeschnitten, wo der Lautsprecher reinkommt. Diese Ringe dann so positioniert, dass sie genau zu einem hinzeigen. Und dann das Ganze mit GFK und dann bezogen. Krass. Und dann hat man im Radio damals noch, das waren ja noch ganz andere Zeiten, damals hatten die guten Radios, ja, okay. hatten damals sogenannte Laufzeitkorrekturen, so hieß das, glaube ich. Und da konnte man quasi einstellen, wie weit welcher Lautsprecher vom Ohr entfernt ist, dass man quasi passend sortiert. Wie sieht dein Alltag aus? Alltag sieht eigentlich recht einfach aus. Morgens aufstehen, duschen, in der Firma fahren, nicht frühstücken, kein Frühstücksmensch, ich trinke hier dann quasi Kaffee. Dann ist jeder Alltag unplanbar, weil es passiert jeden Tag irgendwas anderes, womit ich nicht mit rechne. Es steht irgendeiner vor der Tür, der irgendein besonderes Anliegen hat. Es klappt irgendwas nicht, es gibt irgendwelche Probleme. Wir sind unterwegs, um die Videos zu machen. Auch da klappt irgendwas nicht. Das heißt, wir nehmen uns für heute vor, mit Auto XY eine Probefahrt zu machen. Auto XY ist aber nicht fertig. Es regnet, wir können nicht fahren und so weiter. Das heißt, eigentlich kann man wirklich mit ein paar Wörtern sagen, mein Alltag besteht daraus, morgens aufstehen, zu Alos fahren, dort so lange zu bleiben, bis ich fertig bin, dann in der Halle fahren, zu schrauben und dann nach Hause zu fahren und schlafen gehen. Und vor Corona kam dann noch dazu, dass wir gerne immer, dass ich dann mit meiner Frau essen gefahren bin. Das hat sich dann jetzt auch erstmal geändert gehabt, wo die Restaurants zu waren. Das heißt, wir haben tatsächlich angefangen mit Kochen. Ernsthaft? Das glaube ich nicht. Kochen allerdings, jetzt, er hat auch selbst meine Frau schon öfter mal gesagt, dass es erschreckend gut war, weil man es mir so gar nicht zutrauen würde. Ne? Ach, du hast gekocht? Ja, ja, schon. Ja, also das Kochen, ich sag mal, ich habe Fleisch angerichtet. Okay. So, belassen es dabei. Belassen es dabei und ja, das war okay. Du hast die Frage rein theoretisch schon beantwortet, aber ich lese sie hier und höre sie auch häufiger. Was machst du hauptberuflich? Ja, das ist eine witzige Frage, weil ich weiß nicht, was die Leute so denken, ob wir hier so aus Spaß zum Hobby in dieser Halle sitzen und so weiter. Da gibt es ja auch immer noch, da kommt irgendwann zu einem ganz besonderen Zeitpunkt noch ein Video für euch, verspreche ich euch immer, eine Roomtour bei Alos. Und was bedeutet Alos? So, nee, ich bin tatsächlich hauptberuflich hier bei Alos und verkaufe Teile. So, ne? Also verkaufe Teile, habe auch da eigentlich mein Hobby zum Beruf gemacht. Das heißt, das Ganze hat angefangen mit den ersten Teilen, den ich damals für meine Limo gebraucht habe. Die haben wir dann passend in einen Online-Shop gebracht und seitdem verkaufen wir das und das sind mittlerweile über 10.000 Produkte. Hm. Dann kam die YouTube-Sache dazu und so ist der Alltag jetzt voll. Ja, viel bleibt da nicht mehr. Was passiert noch mit dem KTM? KTM, witziges Erlebnis wieder gehabt. Bilster Werk gewesen. Drei wirklich, also das Auto hat erstmal eine große Wartung bekommen. Das heißt Classic und Speed. Direkt auf dem Bilster Werk, wo wir damals auch den Arbeit vermessen lassen haben, hat sich das Auto einmal genommen und hat da dran den Service gemacht. So, das heißt wirklich mal Verkleidung ab, Bremsflüssigkeit, Bremsbalance vorne hinten eingestellt. Das kann man bei dem Auto nämlich, weil ich das Gefühl hatte, er bremst nur vorne. Achsvermessung, neue Reifen, so die typischen Sachen, die man dem Auto einfach nach 5 Jahren, wir haben ja mittlerweile sogar 5 Jahre schon, so krass, so schnell vergeht die Zeit, einfach mal gönnen konnte und sind dann auf die Strecke mit diesem top vorbereiteten Auto. Und ich habe mal wirklich drei richtig gute Fahrer fahren lassen. Heißt einmal Selim, einmal Timo, TL Clubsport und einmal den Tom Schütze. Kennt ihr vielleicht aus auch dem einen oder anderen YouTube-Video. Und die waren auch alle überrascht, natürlich, wie gut dieses Auto fährt, aber auch genauso, wie schwer das Auto zu fahren ist. Weil es ist halt wirklich eine Fahrmaschine, auf der man fahren lernt. Weil es ist halt einfach ein Mittelmotor, beziehungsweise kein echter Mittelmotor, sondern noch schlimmer, der Motor sitzt ja auf der Hinterachse, hinten. Keine Helferlein, kein ABS, geht schon damit los, kein Bremskraftverstärker. Das heißt, du kannst nicht einfach volles Ballett auf Kurve zuhämmern und einfach reintreten, weil dann blockiert die Räder. Das heißt, man kriegt unheimlich ein Gefühl fürs schnelle Autofahren. Mhm. Und deswegen ist aktuell meine Prio bei diesem Auto, den so lassen, wie er ist, weil der halt noch wirklich seriennah ist, hat immer noch
diesen kleinen K03-Turbolader drauf, hat immer noch in Anführungsstrichen kaum Leistung, aber egal wer mit dem Auto fährt, gerade auf dem Track, die sagen alle, das Auto braucht nicht mehr Leistung, sondern es ist wirklich ein Auto zum Üben und zum Fahren. Deswegen habe ich da den Prio wirklich nur auf der Rennstrecke ein paar Runden machen und einfach ein bisschen fahren lernen. Was willst du essen? Was wollt ihr jetzt bestellen? Ich will Kostas bestellen. Dann nehme ich einfach nur eine Schinkenpizza. Okay. Ich habe mein Essen mit. War das jetzt auch gerade eine Frage-Antwort-Video eigentlich? Weil ja, war ein Fahrrad von Joni. Das ist ein großer Punkt. Also falls ihr die Frage gerade nicht gehört habt, Joni hat gefragt, was wollen wir essen. Da sehe ich massive Defizite, wo wir dran arbeiten müssen. Unsere Ernährung ist leider unterirdisch. Eure Ernährung, ja. Meine Ernährung besteht leider nur aus Kaffee vormittags, kein Frühstück, mittags immer Bringdienste, alles querbeet und abends, ja, brauche ich euch nicht erzählen, was man so um 22 Uhr noch isst. Ne? Also falls es einen Koch da draußen gibt, der ein Praktikum bearbeitet machen möchte. Wenn ich eine Ausbildung zum Koch anbieten könnte, wäre das eure Chance, hier für uns zu kochen. Kann ein Auto auch zu leicht sein? Eine gute Frage. Kann es definitiv. Ganz interessant wird das, wenn die Aerodynamik von einem Auto extrem gut ist und es dann zu leicht wird, dann wird es gefährlich. Weil dann gibt es wirklich Situationen wie auf dem Bilzer Berg, wo einmal so eine Senke ist. Das heißt, ihr kommt mit einem leichten Auto mit 200 über diese Senke, über die Kuppe. Und in dem Moment kommt auf einmal Fahrtwind von unten unter das Auto. Und die gesamte Aerodynamik von dem Auto passt nicht mehr. Und in dem Moment wird natürlich ein leichtes Auto schneller, noch leichter als ein schweres Auto. Und da kann es schon sein, dass ein Auto zu leicht ist. Also prinzipiell kann man immer Folgendes sagen. Ein leichtes Auto ist um eine Kurve natürlich umso schneller. Ist beim Beschleunigen auch umso schneller, aber ist immer umso instabiler, weil es einfach nicht mehr so gut von der Masse geführt wird. Hm. Sind das dann auch die Momente, wo es diese Videos gibt, wo das Auto dann einfach abhebt? Das ist genau der Moment. Okay. Gute GT-Fahrzeuge haben ja wirklich eine komplett perfekte Aerodynamik, die funktioniert aber nur perfekt, wenn das Auto perfekt steht. Hm. So, kommst du jetzt aber eine Kuppe hoch, steht ja die Aerodynamik nicht mehr perfekt, weil theoretisch müsste das Auto somit so über die Kuppe fahren, geht ja aber nicht. Das heißt, es kommt einmal Wind unten runter. Jetzt sind diese Unterboden so massiv ausgelegt, dass diese Kraft auch übertragen wird aufs Auto. Könnt ihr auch einfach abreißen. Und wenn das dann einmal losgeht und die Front in dem Moment sich weiter aufstellt, dann wird natürlich die Fläche immer größer und es wird immer krasser. Logischerweise muss in dem Fall immer die Kraft, die durch den Wind freigesetzt wird, höher sein als das Gewicht des Autos. So, und das ist halt bei einem, als Beispiel, wenn wir jetzt mit der Limo, auch wenn der Unterboden da komplett verkleidet ist, angenommen, dieses Auto sollte abheben, würde das bedeuten, 1500 Kilo müssen von unten gegen das Auto drücken, damit es abholt. Ne? Mhm. Wird niemals gehen, wird einfach auseinanderreißen unten. Da bricht alles weg. Aber ein Formel-1-Auto zum Beispiel, was nur 500 Kilo wiegt, oder was wiegt Formel 1? 500 Kilo ungefähr, weiß ich, erzeugt ungefähr 2 Tonnen Anpressdruck nach oben. Das heißt, während der Fahrt werden 2 Tonnen runtergedrückt. So massiv ist diese Spoilerauslegung und so weiter. Ne? Ja, das heißt, wenn da natürlich der Wind mal von unten kommt und das alles darauf ausgelegt ist, dass diese ganzen Anbauteile fest sind, ne, dann drückt das natürlich schon weg. Beim Formel-1-Auto ist das noch da wird das nicht vorkommen, weil es A, nicht solche Strecken gibt und dazu kommt auch noch, dass die vom Unterboden her relativ wenig Fläche haben. Hm. 750 bis 800 Kilo. Echt, so schwer sind die? Der arbeitet da leichter. Ich spreche ja vom Formel-1. Ja. Okay, dann machen wir jetzt eine Schätzfrage zwischendurch, was ich neulich gelesen habe. Muss man ein bisschen lauter sprechen. Schätzfrage zwischendurch, weil ich es neulich gelesen habe und es nicht glauben konnte. Was schätzt ihr, was allein nur der Heckflügel kostet? Also ich weiß es nicht, aber ich habe es gelesen, aber was schätzt ihr, was der Heckflügel kostet? René? 12. Maxi? Boah, ich wollte gerade googeln nebenbei, damit ich die Antwort schon weiß. Formel 1 Teile immer teuer, ich sage 50. Philipp? Das Problem ist, wir reden jetzt von einem Herstellungspreis oder mit der ganzen Entwicklung dazu? Nur einen Herstellungspreis, ne? Ich würde sagen, der Herstellungspreis. Ich würde sagen, ist brutal teuer, weil der Heckflügel, gerade 2 Tonnen gesagt, irgendwie muss das Auto ja runtergedrückt werden. Das heißt, nur über den Heckflügel werden garantiert 500 Kilo runtergedrückt. So, und jetzt so ein filigrales Carbonteil mit 500 Kilo runterzudrücken, wird wahrscheinlich ein Heckflügel 200.000 Euro kosten. 40. 40.000? Maximal. Ja, was hast du gesagt? 12? Ich hatte 12. Der alte F1-Experte hier wieder. 40.000, ja, aber trotzdem. Trotzdem saftig, ne? Ja. Okay, weiter im Text. Bevor wir hier eine Stunde wieder voll haben. Wie geht's dir zurzeit und bist du glücklich, wie alles läuft? Ich bin eigentlich eine Person, wie ihr vielleicht schon
festgestellt habt, die sich relativ wenig zu sowas äußert. So, also auch wenn es mir mal nicht gut geht, sage ich sowas nicht, weil es mir aber eigentlich ehrlich gesagt immer gut geht. Kann man mich garantiert drum beneiden, dass ich eine Person bin, der es eigentlich immer, also ich sehe mehr, ich bin nicht eine Person, die dem Negativen hinterherliegt, sondern ich bin eher jemand, der das Positive sucht und sich daran festklammert. Wir machen schon knapp 3 Jahre Videos zusammen und ich kann mich nicht an einen Tag erinnern, wo du mal richtig schlechte Laune hattest. So, es geht immer irgendwas schief, es macht immer irgendeinen Fehler, mir passieren auch Fehler, dass ich wirklich mal so richtig, richtig, richtig schlechte Laune habe, kommt eigentlich wirklich, wirklich fast nie vor. Und ein Beispiel ist, auch nur so kriege ich es hin, diese Autos immer und immer und immer wieder zu reparieren, weil es ist ja schon jetzt Beispiel Oma Golf, Problem mit Kupplung gehabt, Getriebe ausgebaut, Getriebe eingebaut, Einlauf gefahren, Problem mit Getriebe gehabt. So, das heißt, lief danach Öl aus, wir wollten nicht weiterfahren, weil wir natürlich nicht die ganze Strecke voll Öl machen wollten. Ne? Da sagen wirklich die Leute, wie bescheuert seid ihr, dass ihr 400 Kilometer hinfahrt, 400 Kilometer zurückfahrt, für Einlauf Getriebe wieder ausbaut und jetzt kommt es, Marius und ist nach Hause gefahren und haben an dem Abend, als wir zu Hause angekommen, so das Getriebe ausgebaut. Ja, habe ich gesehen in der Story. Wir sind morgens um 6 losgefahren, waren um 21 Uhr wieder da und haben dann noch das Getriebe ausgebaut. So, ne? Es ist einfach nur so, wenn man auf einer Wellenlänge ist und einfach diese ganze Thematik feiert und ein Hobby teilt und ein Hobby lebt, dann ist einem das einfach egal. Ist halt einfach so. Und daher die Ursprungsfrage, wie zufrieden bin ich? Ich bin top zufrieden. Also es kann immer besser sein. In dem Fall, das Einzige, was ich aktuell nicht so cool finde, ist, so ein bisschen, ich sag jetzt mal, die Stimmen, die man im Internet so ein bisschen liest. Jetzt habe ich neulich zum Beispiel eine Sache mal gelesen gehabt. Wir sind als Hannover Hardcore aus mit uns als Truppe nach Hameln, das sind so ungefähr 50 Kilometer, zu einem Event gefahren dort Freitagabends. So. Die Hamelner fanden das natürlich alle ultra cool. Die waren natürlich geehrt. Es ist die Hölle los. Hannover Hardcore ist da. Ich habe wirklich eine persönliche Ansprache vorm Losfahren gemacht, dass ich alle benehmen soll. Ihr dürft nicht vergessen, das sind 50 Bekloppte, die losfahren. Da kann immer mal irgendeiner wilde Sau spielen. Es haben sich aber tatsächlich wirklich alle gut benommen. Also es war jetzt nicht so, dass da wir angekommen sind wie früher und Burnout hoch, runter und so weiter. Es war alles top, ne? Trotzdem liest man danach im Internet, dass wir schuld sind, dass jetzt in Hameln auf einmal die Polizei so krass da war und so viel kontrolliert wird. Was aber einfach komplett einfach gelogen ist, weil es ist nicht so. Also es ist weder nicht so, dass die Polizei da ist, noch habe ich persönlich den Kontakt zu dem Veranstalter aufgenommen, dass die böse sind, dass wir da waren. Im Gegenteil, ich fand das cool, dass wir da waren. So, das ist halt eine Sache, die ich halt schade finde, dass es wirklich viele Leute im Internet gibt, die halt vieles behaupten, was einfach nicht stimmt. So, wenn wir da jetzt von Sachen reden, wie sie glauben nicht, dass mein Auto 1000 PS hat. Dann ist das etwas, okay, da kann man drüber stehen, das ist egal. Sie glauben nicht, dass das Auto hält und nicht ständig kaputt ist und sowas. Ne? Das ist auch okay. Aber solche Sachen zu behaupten, die Veranstalter werden sauer, dass wir da waren, ist halt, das nimmt einem dann halt irgendwie den Spaß, sowas zu planen. Ne? Einzige Negative. Aber auch davon würde ich es mir persönlich nicht kaputt machen lassen, wenn das Wetter wieder gut ist, würde ich genauso nach Hameln mit der Truppe fahren, weil es war alles top, es gab keinen Ärger mit der Polizei. Die standen da ganz normal, haben uns sogar noch den Weg geleitet. Weil wir haben uns bestmöglich benommen, war alles gut. Das ist dann natürlich eskaliert, die Anwohner sich beschweren, weil natürlich ein Stau da ist, das liegt einfach nah. Das ist aber auch genauso, wenn auf einmal in Hannover ist, öfter mal, da wird die Stadt gesperrt, weil das Skate by Night ist, da fahren dann die Rollerblades-Fahrer rum. Da beschwere ich mich dann ja auch nicht, dass ich jetzt mit meinem Auto nicht natürlich Stopp fahren kann, weil da einmal kurz irgendwelche mit den Ladern vorbeifahren. Ne? Ja. Da muss man einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Ne? Leben geht weiter. Sind wir wieder beim Punkt, wo ich mich als positive Klammer und nicht als negative halte. Was wäre dein Berufszweig geworden, wenn du nicht zum Tuning gekommen wärst? Wenn ich nicht zum Tuning gekommen wäre, wäre ich definitiv Ingenieur geworden. Hatte ja auch mein Maschinenbaustudium angefangen, bis zum Grundstudium. Ich wäre, glaube ich, so der typische Ingenieur gewesen, der irgendwo in der Entwicklung sitzt und sich irgendwie in irgendeinem großen Konzern irgendein Zeug zu überlegen. In was für? Achso, ja, Autos. Definitiv Autos. Ich glaube auch, was auch ein perfekter, das habe ich schon mal irgendwo gesagt, ein cooler Job für mich wäre, wäre gewesen, Ingenieur in einem Rennteam zu sein. Hm. Ich glaube, dass mir das auch so ganz gut liegt, zu erkennen, warum ein Fahrzeug das macht, was es da macht. Und halt auch passend zuzuarbeiten,
das im Überblick zu behalten, nicht einfach etwas zu tun und danach nicht mehr zu wissen, was man getan hat, sondern so das gesamte, einfach ein Auto schneller machen. Schneller machen ist ja das Gleiche wie es verbrauchsarmer zu machen, leiser zu machen. Das sind ja alles einfach Probleme, die es gibt, wo man eine Lösung versucht. Warum dreht ein Diesel nicht so hoch wie ein Ottomotor? Interessante Frage. Kann man eigentlich recht einfach erklären. Warum dreht ein Dieselmotor nicht? Ich überlege, wie ich das am einfachsten erkläre. Ich glaube, das hängt ehrlich gesagt damit ein bisschen zusammen, dass es aus der Geschichte des Dieselmotors, wie der Dieselmotor mal entstanden ist, schon immer ein Motor war, der auf Verdichtung und Drehmoment ausgelegt war. Das heißt, es war schon immer so, da habe ich mich einmal falsch zu geäußert, ich habe gesagt, das wäre ein Selbstzünder. Das ist natürlich nicht korrekt. Auch bei einem Diesel wird zu gewissen Zeiten, Steuerzeiten, also gewisse Punkte, wo der Kolben gerade ist, der Diesel eingespritzt, damit er dann passend komprimiert wird und sich oben im Brennraum selbst entzündet. So ist es korrekt. Ich habe es so dargestellt, als wenn sich das willkürlich selbst entzünden würde. Das ist natürlich nicht korrekt, sondern es gibt gewisse Zeiten. Da für dieses Selbstentzünden gewisse Drücke und Temperaturen notwendig waren, hat man dieses Ganze immer auf geringe Drehzahlen ausgelegt, weil bei geringen Drehzahlen ein Motor besser kontrollierbar ist. So, das heißt, wenn ich gerade sage, der Diesel regelt sich über die Steuerzeiten, das heißt, wann eingespritzt wird und wann Einspritzende ist, sind diese beiden Punkte natürlich weiter zeitlich gesehen auseinander bei geringeren Drehzahlen. Das heißt, bei hohen Drehzahlen, denke ich mal, hatte man damals das Problem, dass die Zeit dazwischen einfach zu kurz wurde und man deswegen tendenziell einfach immer auf geringere Drehzahlen geblieben ist. Praktisch würde aber theoretisch ein Diesel auch genauso höher drehen. Aber bin ich gespannt, bin ich wirklich kein Experte drauf, weil Diesel nehme ich wissentlich immer auf, aber bin ich kein Experte. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Kommt ein Dieselprojekt für dich in Frage? Ganz einfach beantwortet. Also, ich bin leidenschaftlicher Dieselfahrer. Nach wie vor der Meinung, Diesel wirkungsgrad technisch das Beste, was es gibt. Ich fahre den ganzen Tag mit einem 100% legalen, street legal, unangetasteten, noch nicht mal rumkodierten Diesel rum. So, ne? Ich habe noch nicht mal das Start-Stopp ausgemacht, weil es mittlerweile finde ich sogar das Start-Stopp irgendwie beruhigend und cool. Aber einfach nur, weil ich finde Folgendes cool. Ich fahre 400 Kilometer Vollgasbus auf Autobahn. 400 Kilometer nicht, aber ich fahre Vollgas auf Autobahn, halte an der ersten Ampel und Start-Stopp geht aus. Das ist für mich irgendwie so ein Moment, wo ich denke, ah, Motor noch heile. So, ne? Weil er irgendwie noch das macht, was er soll. Deswegen stört mich der Start-Stopp auch gar nicht. Und Dieselprojekt, glaube ich, A, ist leider heutzutage in der Community gar nicht mehr umsetzbar. Nicht, weil ihr nicht das Interesse daran habt, sondern weil ich glaube leider, dass es zu viele Leute gibt, die das sofort als Umweltverpestung, illegal, sinnlos und so weiter sieht. Weil das Dieseltuning geht nur über Masse. Das heißt, du schiebst da wirklich brutal Diesel in den Brennraum rein. Das heißt, wenn da nicht passend die Luft zu da ist, fängt es hinten an zu husten aus dem Auspuff, ne? Und brauchen wir sich vormachen. Wenn wir mit dem Diesel auf der Autobahn durchladen würden, da kommt so eine Wolke raus, glaube ich einfach nicht, dass die Community das feiern würde aktuell. Ja, das stimmt. So, deswegen ist das Thema durch. Aber trotzdem leidenschaftlich gerne Dieselfahrer. Wie siehst du generell die Zukunft von Verbrennungsmotoren? Extrem interessantes Video von Jean-Pierre gerade rausgekommen zu synthetischen Benzinarten. Das heißt, nach wie vor habe ich die Hoffnung oder glaube, dass der Benzinmotor, der Verbrennungsmotor, eigentlich ist es kein Benzinmotor, sondern es ist der Verbrennungsmotor. Also es wird etwas verbrannt, die Zukunft ist. Nur es ist die Frage, was wir da verbrennen. So, ne? Weil ist extrem gute Frage, hat man sich gar keine Gedanken zugemacht. Ihr dürft immer nicht vergessen, jegliche, ich sag jetzt mal, Schadstoffe, Treibhausgase, die aus einem Benziner kommen, liegt ja einfach daran, was verbrennt wird. Wenn du da was ganz anderes reingibst, kommt auch wieder was ganz anderes raus. So, das heißt, man muss eigentlich gar nicht unbedingt dran arbeiten, dass ein Auto möglichst wenig verbraucht, sondern man kann ja auch einfach genauso dran arbeiten, was hinten rauskommt, in Form von was verbrannt wird. So, da glaube ich, ist die Zukunft. Ist aktuell noch viel zu teuer, einen Kraftstoff herzustellen, wo halt die Ausstoße geringer sind oder einfach nicht umweltbelastend sind. Aber genau das sind ja die Ansätze, wo wir in Deutschland so gut sind, so eine Fertigung dann relativ schnell auf die Masse zu bringen.
Also ich wünsche es mir, dass wir auch weiterhin mit V8 und Hubraum durchgehen können. Wie pünktlich bist du bei deinem Termin? Ja, deswegen hast du gerade schon so gegrinst. Ist eine freche Frage, weil ich weiß, dass pünktlich sein sehr wichtig und auch höflich ist. Wenn wir wichtige Termine haben oder diese speziell am Morgen sind oder sich wirklich viele Leute darauf verlassen, dass ich pünktlich bin, bin ich auch ein pünktlicher Mensch? Bleib ich auch bei? Oder musst du morgens schon auf mich warten? Ne? Morgens? Nein. Ne, siehst du, das passt immer so. Ne? Weil wenn wir sagen 7 Uhr, dann kann ich es selber verstehen, dass du nicht um 7.30 Uhr danach erst losfahren willst, ne? Weil du hättest auch eine halbe Stunde länger schlafen können. Ja. So, deswegen da immer, wenn ich allerdings irgendwelchen Partnern Zeiten sage, wann ich bei denen bin, kann es schon mal passieren, dass wir ein bisschen zu spät sind. Einfach, weil der Tag so krass durchgetaktet ist, dass es eigentlich schon gar nicht funktionieren kann. Aber anders kriegen wir das alles in einen Tag nicht rein. Also man hofft immer auf ein Neues, das funktioniert. Macht Marius immer einen witzigen Spruch, wenn er so meine Terminplanung sieht, dann sagt er, bei VW würden sie eine Woche für planen, was wir dann so in ein, zwei Tagen durchziehen. Klar, dann ist man natürlich auch immer so pünktlicher, ne? Aber wenn es halt einfach ingetaktet ist, kommt es leider immer ein bisschen vor, wenn man zu spät ist. Ne? Aber zu wichtigen Sachen wie eine Hochzeit, da bin ich tatsächlich pünktlich. Warum arbeitet Marius nicht bei dir? Witzig ist, viele von euch werden denken, dass Marius hier arbeitet. Ich würde ihn auch liebend gerne einstellen, aber er ist ein relativ junger Meister bei VW in einer extrem coolen Abteilung. Volkswagen Oldtimer, Heritage, Nutzfahrzeuge Oldtimer. Das heißt, in dieser Abteilung, waren ja schon in etlichen Videos da, werden Oldtimer hergerichtet. Und er ist dort Meister und hat dementsprechend wirklich einen coolen, gut bezahlten Job, wo er jeden Tag wirklich mit dem Grinsen hinfährt, weil halt einfach auch er auch eigentlich aus der Oldtimer-Szene kommt. So, ne? Deswegen fährt er ja auch im Golf 2. Deswegen hatte ich bisher wirklich Bauchschmerzen, ihn aus so einem guten Job rauszuholen. Wenn er von heute auf morgen ankommen würde, würde sagen, hey Philipp, ich will bei VW weg, hast du einen Job für mich? Würde ich das bestimmt möglich machen. Aber ich finde es auch gut, dass er seinem Arbeitgeber gegenüber so loyal ist. Ne? Mhm. Weil mittlerweile haben die auch viel für uns gemacht. Die Videoreihe, die wir da machen konnten, T6.1 und so weiter, war ja schon ein bisschen was. Ne? Ja, das stimmt. Was ist das unnötigste Tuning-Teil, das du kennst? Das unnötigste? Chromleiste. Chromleiste, ja, das. Wir machen das immer so mit Frage-Antwort hier, aber da muss ich nicht immer antworten. Also für mich wäre es diese Pfeifen, die du in den Auspuff steckst. Nee, habe ich gerade drüber nachgedacht, aber das ist ja eigentlich nicht unnötig, weil du kannst tatsächlich aus dem Fiat Panda einen Turbo drum machen. Weißt du, es kommt dann ja wirklich ein Pfeifgeräusch hinten raus. Ja. Somit hat es ja eine Funktion. So, was die Funktion ist, sich von außen irgendwelche Applikationen in Chrom an seinen Bohrer zu klatschen, das habe ich noch nicht ganz verstanden. So, also, ja, da. Oder bestes Beispiel ist, für wo man heute drüber denkt, wie unnötig das war. Ich weiß noch die Zeiten, wo man sich wirklich ein Alu-Tafelblech als Fußmatte in den Fußraum gelegt hat. Ne? Das war schon wirklich hart. Von ATU damals im Golf 3 hatte ich. Meinst du so ein Riffelblech? Ja. Ja, hatte ich auf dem Roller, aber auch für Fußablage. Wofür? Weil eine Fußmatte kostet nichts. Selbst wenn sie durchgetreten ist, schmeißt du sie raus. Eine Gummifußmatte, praktisch, kannst du so ein bisschen zusammenrollen und den Dreck rausnehmen. Ja, das Alu-Ding, wenn du das rausnimmst, zerkratzt du alles. Es rutscht alles seitlich runter, liegt eh im Auto. Also wirklich, wirklich sinnlos. Was ist dein Traumauto? Traumauto, ja, das ist so eine Standardfrage. Ist wirklich leider so. Mein Traumauto damals war wirklich immer diese RSV Limo aufzubauen, weil ich wollte keinen Avant haben. Ich habe mir immer gesagt, damals, ich war ja noch nicht so alt, ich habe ja angefangen, dieses Auto aufzubauen mit 22, 23. Das war halt so das Alter, mit 35 findest du einen Avant cool, mit 22 irgendwie noch nicht. So, deswegen wollte ich immer, weil ich die Optik vom RSV so brutal finde, mir eine RSV Limo bauen, habe ich dann über Jahre gemacht. Jetzt müsste man anders die Frage stellen. Also es wäre einfacher, wäre für mich die Frage, welche Autos würde ich gerne mal Probe fahren? Das wäre eine Frage, wo ich einfacher darauf reagieren könnte. Dann nimm mal 5. Ich würde unbedingt einmal gerne ein Formel 1 Auto fahren. Mal ganz klein anfangen. So, muss nicht Formel 1 sein, kann auch Formel 2 sein oder kann DTM Auto sein, aber wirklich ein Auto, was so professionell für den Motorsport aufgebaut ist, dass man diese ganzen Features mal merkt. Ich kenne jemanden mit dem Formel 1, mit dem Formel 2 Wagen. Sowohl was so krass auf der Bremse ist, weil jeder kann immer stark bremsen, das ist nicht gefährlich, da mal so, ne?
dann ob mich als jemand, der wirklich Beschleunigung kaum noch juckt, so ein Formel-1-Auto wieder krass ist. Mhm. Dass du da wirklich drin sitzt so, ne? Und was ich weiß, weil ich noch nie erlebt habe, also ich weiß, dass es eklig wäre, weil ich es noch nie erlebt habe, ist dieser Punkt, das erzählen alle Rennfahrer immer, wenn du in diese Aerodynamik reinkommst. Dein Körper denkt, das Auto kann jetzt unmöglich um Kurve fahren. Und je schneller du wirst, je stärker exponentiell wird das Auto ja runtergedrückt und je besser kommst du um die Kurve. So, das heißt, du fährst auf 100 auf eine Kurve zu und denkst schon so, ja, ist ja schon schnell. Fährst 150, fühlt sich noch besser an. Boah, 200, wenn man die Eier hat, das zu machen. Jetzt geht's richtig um Kurve. So, also da einmal Formel-1-Auto und auf der Straße wäre ein Porsche 918, weil ich den einfach von der Technik her so interessant finde, dafür, dass es jetzt auch schon wieder ein bisschen ein älteres Auto ist, so mit Hybrid, mit dem Motor, so ein Ding würde ich gerne mal fahren. Also anspruchslos, ne? Ja, total. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Das ist die Frage, wo ich intern und auch mit auf, wie ich sagte, auf Familienveranstaltungen, kommt natürlich jeder mit genau der Frage zu mir. Jetzt nicht in Bezug, wo sehe ich mich als Person, sondern da es in meinem ganzen Leben nur um Verbrennungsmotoren geht und aktuell ja schon ziemlich deutlich ist, dass die Elektrotechnik kommen wird, sage ich immer, ja, die Elektrotechnik wird kommen, aber es wird weiter immer den Verbrenner geben. Definitiv. Also diese Autos wird man nicht von der Straße so schnell runterbekommen, es werden immer weniger werden, aber dieser Spirit, hoffe ich einfach, wünsche ich mir, wird in den Menschen drin bleiben, dass sie einen Verbrennungsmotor weiter fahren wollen und deswegen sehe ich mich in 40 Jahren an der gleichen Position wie jetzt. In 10 Jahren, ne? Nicht 40 Jahren. In 10 Jahren, über 40. Ich denke mal nicht, dass wir in 10 Jahren noch YouTube-Videos machen, weil es wird in 10 Jahren definitiv eine andere Plattform als YouTube geben. Gehe ich fest davon aus. Wird sich irgendwas ändern? Also, ja, könnte sein. So, also es wird in 10 Jahren anders sein. Vielleicht machen wir in 10 Jahren gar keine Videos mehr, sondern es gibt eine dauerhafte Live-Übertragung. Wo, weißt du, dein Leben wird einfach in jeder Ecke übertragen und man selber schaltet nur noch die Kameras. Das weiß ich, irgendwie wird sich da auf jeden Fall was tun. Weil YouTube ist ja eigentlich, wir haben ja selber schon zu spät mit angefangen. Das ist ja eigentlich schon, ich will nicht sagen out, aber das ist jetzt ja schon fest integriert. Mhm. Und genauso wird ja auch wieder was Neues kommen. Das nicht, aber ich werde genauso hier sitzen, werde die Firma machen, werde irgendwelche Teile verkaufen. So, mal schon. Werde vielleicht ein bisschen im Rennsport aktiv sein. Und werde immer noch irgendwelche Autos bauen, weil das wird man aus mir niemals rauskriegen. Dann eine sehr ähnliche Frage. Wo siehst du die Zähne so 2030 rum? Ich habe gerade an die Zähne hin gedacht. Ich auch. Also, ich musste gerade wirklich erst überlegen. Nein, die Tuning-Szene. Tuning-Szene kann ich wirklich gar nicht einschätzen. Also alles, was ich dazu sagen würde, die letzten Monate, Jahre, Corona-bedingt, wie sich so manche Leute dort verhalten haben und entschieden haben, wäre für mich... Ähnliche Frage hat Joe Pierre mir neulich gestellt, da habe ich ganz ehrlich geantwortet, kann ich nichts zu sagen, weil alles, was ich sagen würde, wäre wirklich ein reiner Wunsch oder eine reine Prognose. Also ich könnte jetzt wirklich nicht sagen, ich glaube, es wird so kommen. Schwierig. Hab so ein bisschen Angst, dass je nachdem, wie die Bundestagswahlen ausgehen, dass es vielleicht auch irgendwann den Rennstrecken an Kragen gehen könnte, weil das ja theoretisch auch ein reines Hobby ist. Es ist ja eigentlich nicht notwendig, dass die Autos da im Kreis fahren. So, und dann wird es halt wirklich langsam ganz schon dünne, wirklich diesen Motorsport zu betreiben. Es mag sein, dass dort komplett neue Sportarten durch entstehen und man als Beispiel mit einem Elektroauto mal mit gegenfährt. Beispiel Formel E halt, ne? Das kann ja auch sein, dass es da auf einmal sowohl einen Drag Race mit Elektroautos gibt. So, weiß ich nicht, ist reine Mutmaßung. Vielleicht sagen sich die Leute auch alle, mit einem neuen Benzin finden sie geil und wir fahren alle in 10 Jahren mit 1000 Persöchen. Das wäre cool. Wäre geil, ne? Finde ich auch cool. Dann Tempolimit, ja oder nein? Ja, Tempolimit ist eine ganz krasse Frage, bin ich absoluter Gegner für. Einfach, weil man auch, das wird jetzt eine Diskussion auslösen, ist aber nicht so schlimm, weil es meine Meinung so ist. Jeder, der wirtschaftlich denkt, Beispiel, wir fahren mit 4 Leuten irgendwo hin. Wenn wir mit 4 Leuten im Bus sitzen und wohin fahren, ist es für uns günstiger, schnell zu fahren, ein bisschen mehr Sprit zu verbrauchen. Dafür haben wir alle 4 im Auto, aber mehr Freizeit, weil ein Gut ist zu dem Zeitpunkt, wo du geboren wirst, quasi schon festgeschrieben und das ist einfach die Zeit, du hast. Du hast 24 Stunden am Tag,
wirst maximal, wenn alles gut läuft, 105 Jahre alt. Und dann bist du schon alt geworden. Das heißt, man unterschätzt einfach mittlerweile komplett, wie wertvoll dieses Gut Zeit einfach ist. Ganz viele Leute nehmen irgendwelche Umwege in Kauf und sind einfach viel, viel Stunden länger unterwegs. Heißt jetzt nicht Umwege von der Straße her, sondern auch Umwege in Form von, dass man dann doch irgendwie auf die Öffis zurückgreift, zu Fuß geht, mit dem Fahrrad fährt, wie auch immer. Kann ja auch jeder machen. Ne? Aber für Personen, wo die Zeit schon knapp ist, heißt einfach, wenn wir jetzt von Hannover bis München fahren, ist der Unterschied zwischen ich fahre vorschriftsmäßig und an den offenen Stellen schnell. Das heißt jetzt nicht, dass wir notorische Raser sind, dort mit 300 linke Spur Lichthupe machen, sondern einfach nur zwischen 180 und 220 fahren, ne? Holst du bis München leider wirklich eine echte halbe Stunde raus. Das schaffst du, ne? Ja, und eine halbe Stunde bei 4 Leuten im Auto ist halt schon viel Zeit. Mhm. Ne? Und wenn man das dann täglich macht, ist das ein 1/48 von deinem Leben. So, ne? Pro Fahrt. Krass, wie gut du im Kopf rechnen bist. So, ne? Naja, weil ich mir sowas schon viel, ich verteidige das auch wirklich, weil ich wirklich der Meinung bin, ne? Und dieses Tempolimit macht in dem Fall für mich einfach keinen Sinn. Es macht nur einen einzigen Sinn, die Elektromobilität zu verstärken, weil wenn Elektroautos nur 130 fahren dürfen, dann kommen sie natürlich umso weiter. Weil das Tödlichste für ein Elektroauto ist halt Autobahn-Vollgasfahren. Mhm. So, und so könnte man das natürlich unterbinden. Es ist aber wirklich, gibt es wirklich gute Studien zu, dass es jetzt nicht irgendwie Auswirkungen auf Unfälle hätte. Umweltbelastung ist auch noch so eine Sache, da müsste man wirklich mal ins Detail gehen. Aber der Punkt, den man nicht unterschätzen darf, ist, wo wir diesen Spirit, dass wir einfach die besten Autos weltweit bauen, und da kann man als Deutscher definitiv stolz drauf sein, gebaut haben, bauen, Auslegungssache, kommt nicht dadurch, dass ein Porsche-Mitarbeiter so extrem gut ist, sondern dadurch, dass er es selber genießt, mit einem Porsche über die Autobahn zu fliegen. Das heißt nicht, dass wir an jeder Stelle freie Autobahn brauchen, aber es gibt halt einfach manche Strecken, die sind so krass gut ausgebaut. Ich sag nur zwischen München und Nürnberg, das Stück, wo du eine 3-4-spurige Autobahn hast und nämlich der ICE auch noch überholt, ne? Da gibt es einfach Uhrzeiten, wo es auch nicht gefährlich ist. Man kann ja darüber reden, dass wir als Beispiel das Tempolimit nur zu Stoßzeiten machen, wo die Autobahnen voll sind. Meinetwegen, okay. Ne? Aber ich sag mal, zu Zeiten zwischen 21 Uhr oder meinetwegen 20 Uhr bis 6 Uhr morgens, ne? Ja. Du gefährdest keinen anderen definitiv, wenn du dich vernünftig verhältst. Leute, die sich nicht vernünftig verhalten und andere gefährden, sollten umso krasser für bestraft werden. Ne? Aber die Leute, die sich vernünftig verhalten, sollen da so schnell fahren können wie wollen. Meine persönliche Meinung ist, dass wenn du langsamer fährst, du auch nicht so aufmerksam bist, wie als wenn du schnell fährst. Definitiv. Alleine, weil du gar nicht so ja, bei der Sache bist. Weißt du? Ja. Da ist übrigens ein Fakt zu, den ihr auf jeden Fall alle bedenken solltet. Es gab weltweit noch kein Land, was ein Tempolimit eingeführt hat, was irgendwann wieder abgeschafft wurde. Gab es noch nie. Es gab es ein einziges Mal in Deutschland, ich glaube in den 70ern oder in den 80ern gab es irgendwann mal kurzzeitig ein Tempolimit, als irgendwie Sprit knapp wurde und so weiter. Da wurde dann halt auch wirklich Sprit knapp. Da haben wir kurz ein Tempolimit eingeführt, das wurde dann aber wieder nach der Krise wieder aufgehoben. Mhm. In allen anderen Ländern, wenn einmal Tempolimit, immer Tempolimit. Und das ist einfach ein Wettbewerbsvorteil, der von uns da ist, den man sich in anderen Branchen einfach definitiv nicht wegnehmen lassen würde. So, ne? Das ist so ungefähr in Deutschland, also ja, da will ich jetzt auch gar keine Beispiele zu aufstellen. Es ist ein schwieriges Thema. Ich denke, das reicht auf jeden Fall, wie ich es erklärt habe. Ja. Was ist dein Lieblingsort? Mein Lieblingsort? Die Garage. Naja, die Garage nicht unbedingt. Also natürlich ist mein Lieblingsort, also wenn ich mich für einen einzigen Ort entscheiden müsste, dann wäre ich definitiv hier in der Firma. Da habe ich alles, da kann ich alles machen, da fühle ich mich wohl und so weiter. Das ist definitiv, das kann ich schon so behaupten. Jetzt haben wir es auch bald geschafft, Leute. Ja, ist immer so, wenn ich mal wirklich ein paar Tage nicht da bin, dass die Leute das irgendwie sofort merken, hier zum Beispiel auch eine Frage, tritt René als Kameradude in den Hintergrund? In den Hintergrund? Gerade also, nicht. Also ich würde jetzt in dem Fall sagen, jeder Mensch hat Urlaub. So, jetzt hatte René gerade 2 Wochen Urlaub, deswegen ist er jetzt gerade auch wieder gebräunt und trainiert wieder am Start. Du hast extrem wenig Urlaub, muss man auch dazu sagen, ne? Ja, eigentlich gar nicht. So, genau. Wenn man so die letzten 3 Jahre betrachtet, schon viel. Jetzt ist es aktuell natürlich auch eine Zeit, jeder, der dir folgt, merkt, dass du auch selber viel unterwegs bist. Mhm. Dann kommt das natürlich auch kürzer, ne?
Aber ich würde definitiv sagen, jeder hat seine Stellung und seine Aufgabe und das passt halt auch mit. Ja. So, das wird wieder Zeiten geben. Ich sage nur vor Corona, wie viel wir da unterwegs waren. Ja. So, ne? Da war halt auch der Aspekt mit dem Schnellfahren noch viel, viel krasser. Ja, da haben wir halt wirklich mal so 80.000 Kilometer mehr gemacht oder 100. Da waren wir 24/7 unterwegs. Jetzt aktuell ist es ein bisschen ruhiger, weil ganz viele große Unternehmen immer noch keinen Besuch zulassen. Mir fehlen diese Videos. Wäre eine coole Art von Frage gewesen, so für die Zukunft, Gedanken anregen. Auch mal so Fragen in Richtung, was für Videos ich gerne machen würde, was die schönsten Videos waren, sowas in der Richtung dürfte auch gerne fragen. Das sind die Videos, die ich am meisten vermisse. Mhm. Ich vermisse am meisten die Videos, in die Ehre zu haben, weil das macht mich dann auch wirklich stolz, in große Unternehmen zu kommen und euch dort wirklich die Produktion zu zeigen, die Produkte zu zeigen. Das hat immer was mit Vertrauen zu tun, weil das sind große Unternehmen, die viel Verantwortung haben, wo auch unsererseits auch viel falsch gemacht werden kann, im Sinne von, dass etwas falsch rübergegeben wird, falsch gezeigt wird und so weiter. Das sind die Sachen, die ich am meisten vermisse. Ich habe auch schon ganz viele Sachen an der Wand stehen, die wir jetzt wieder angehen müssen, weil da will ich auf jeden Fall wieder Gas geben. Ja, ich glaube, das war's. Ne? Das war's. Aber das Prinzip so war ganz gut, kann man glaube ich so machen. Ne? Mhm. Blenden wir die Fragen ein? Ja. Okay. Also wir blenden die Fragen ein. Ich hoffe, es hat keiner... Also ich gebe jetzt einfach mal die Freigabe, dass wir diese Fragen einblenden dürfen, weil ich glaube, da war jetzt nichts bei, wo was einem peinlich war, so eine Fragestellung. Mhm. Deswegen, wir blenden die mal ein, finde ich persönlich. Die Leute können sich geehrt sein. Können sich geehrt fühlen. Das wäre nochmal was ich übelst interessant fänden würde. Gibt es aber, glaube ich, nicht. Einen Counter, wie viele Wörter man pro Tag spricht. Wenn das Handy das zum Beispiel irgendwie ähnlich wie ein Schrittzähler tracken könnte, vielleicht gibt es irgendwas, würde mich mal einfach interessieren, weil ich bin der Meinung, dass wir extrem viel reden. Rein theoretisch ganz leicht zu entwickeln. Du kannst ja über, wenn ich das jetzt sage, Siri, ne, sie springt nicht an, nee. Über Siri oder auch über Google kannst du ja quasi alles einsprechen und er schreibt es dann als Text. Ich denke schon, dass sowas ganz schnell... Ja, also was einfach so im Hintergrund einfach läuft und mitzählen würde, ne, weil... Ja. Jetzt muss man dazu sagen, wir machen natürlich viele Videos, wo wir viel sprechen. Sie werden immer länger als gedacht. Und dann kommen wir auch dazu, dass wir halt eine Truppe sind, die jeder, der uns auf der Messe schon mal gesehen hat, beobachtet hat, wie auch immer, wir sind nicht die Truppe, die sich anschweigt. Nee. Sondern auch wenn wir immer am Handy sind, wir sind theoretisch am Handy und unterhalten uns trotzdem viel. Und so wird es zum Abend dann manchmal ein bisschen schwieriger mit der Aussprache. Nach 1 Million Wörter. Der Durchschnitt spricht ca. 15.000 bis 16.000 Wörter am Tag. Ja, 15.000 bis 16.000 Wörter. Dann sind es bei uns so 30. Und ich würde ja mal tippen, dieses Video hat schon 15.000 bis 16.000 Wörter, ohne Probleme. Ich kann es gar nicht einschätzen. Folgendes, ich kann es relativ einfach hochrechnen. Gib mal bitte einmal kurz ein, wie viele Wörter der Mensch pro Sekunde spricht. Also, weißt du, wie schnell er spricht. So, dieses Video, ich sag jetzt mal, wir rechnen mal einfacher. Wir nehmen eine Stunde Material auf. Ich behaupte jetzt mal, dass davon in so einem Video 50% gesprochen würde. Wir schmeißen nochmal 10 Minuten weg. Das heißt, ich habe gerade 20 Minuten gesprochen. Zwischen 90 und 120 Wörter pro Minute. Pro Minute. 90 bis 100. Ich habe gerade gesagt 20 Minuten. Okay, dann sind wir noch weit davon entfernt. Dann wären wir bei 20 Minuten bei 2000 Wörtern, die ich jetzt gerade gesprochen habe. Hm. Echt? Müsste der Mensch so viele Minuten durchgehen sprechen? Rabbeln die Menschen aber ganz schön viel. Und du gehst jetzt davon aus, dass du ja wirklich durchgehend geredet hast. Du hast ja klar. Jetzt gerade mal eine Pause gemacht. Ja. Aber wenn du sagst, der Mensch macht, sagen wir, 100 Wörter die Minute. Du redest schnell. 100 Wörter die Minute, 15.000 Wörter pro Tag, sind das ja logischerweise 150 Minuten, die er im Stück reden muss. 2,5 Stunden. Okay. Kann ja sein, dass man so viel redet. Mache ich gefühlt mit Sprachnachrichten vorher. Ja, ja, stimmt. Wenn man mit Sprachnachrichten stimmt, ja. Ja, okay. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es fühlt sich gerne auf den Schlitz getreten von Fragen, die jetzt gerade nicht gestellt worden sind. Einfach beim nächsten Frage-Antwort-Button wieder mit reinhauen. Aber ich denke, du hast es ganz gut gemacht. Ihr wisst jetzt, in welche Richtung die Fragen immer gehen müssen, damit sie auch am Ende hier im Video platziert werden. Kann alles querbeet, egal ob Tempolimit, dies, das, jenes, persönliche Sachen und so weiter. Finde ich auch gut, dass wir gar nicht so diese technische Sache mit, wie wäre es mal mit einem BMW-Projekt oder welches Projekt kommt noch und sowas. So, welche Fragen waren hier irgendwo auch mit zwischen? Das ist so das Random-Zeug, aber da finde ich schon cooler so, wie es war. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.